Hi Friends und willkommen in Paris, der Stadt mit den wahrscheinlich exklusivsten Bäckereien und Cafés. Let's go! Und genau die habe ich in diesem Trip getestet, ob sie das Geld wert sind, damit ihr es nicht müsst. Kleiner Spoiler, es gibt Kuchen von Louis Vuitton und das größte Pain au Chocolat meines Lebens. Let's go! Wir sind jetzt gerade auf dem Weg zur La Grande Épicerie. Das ist so ein Delikatessenladen, in dem es so abgefahrene Buttersorten gibt. Deswegen will ich da eigentlich schon ewig mal hin. Und da werde ich auch was zu Abendessen kaufen. Mal sehen, was es da gibt. Ich war noch nie da, aber es sieht so aus, als gäbe es ungefähr alles. Es lohnt sich übrigens alleine schon der Weg zur Grande Épicerie, weil das Viertel super schön ist. Ich bin jetzt in der Weinabteilung und ich muss auf jeden Fall zu den frischen Sachen. Oh my goodness, es ist ein riesiger Laden. Krass. Ich habe mich dann relativ schnell auf die Suche nach dem Butterregal gemacht und hier ist es auch schon. Allein so viel Auswahl an Butter habe ich noch nie gesehen. Es gibt hier einfach Himbeerbutter und Yuzu-Butter und Butter mit Safran, Butter mit Paprika. Absolut abgefahren. Ich habe jetzt Himbeere genommen, weil ich fand es am interessantesten. Ja, welcome home. Ich zeige euch nochmal kurz, was ich jetzt alles gekauft habe. Das ist ein Pain de Campagne au Noir, also mit Nüssen, 3,20 Euro. Dann diesen Salat mit Kartoffeln, Cherry-Tomaten, die haben glaube ich 3 Euro gekostet. Diese abgefahrene Butter mit Himbeere. Dann habe ich Hummus gekauft, Käse, ein Cantal entre deux. Ich laber aber jetzt nicht lang und ich probiere die Butter. Wow, schaut sie euch an. Da sieht man so richtig die Himbeerbestandteile und es riecht auch mega krass nach Himbeere. Wow. Kleine Scheibe Nussbrot und damit machen wir jetzt den Butter-Taste-Test. Also ich finde es richtig geil. Es schmeckt aber wirklich extrem nach Himbeere. Es schmeckt wirklich einfach so nach Himbeere. Dann hat es so eine kleine Prise Salz und es hat so eine gewisse Säure drin. Ich finde es richtig geil. Jetzt aber endlich zum Test der teuren Gebäckstücke wie versprochen und als erstes gleich mal ein krasses Highlight. Guten Morgen, Freunde und Freundinnen. Es ist 9:30 Uhr und wie ihr seht, die Straßen sind ultra leer. Nichts los. Und das ist genial, denn das ist genau meine Uhrzeit. Und ich bin jetzt auf dem Weg zu einer Bäckerei, wo ich das größte und teuerste Pain au Chocolat meines gesamten Lebens kaufe. Und das gibt es bei Philippe Conticini. Ich bin ganz ehrlich, mein erster Gedanke, als ich an diesem Schaufenster vorbeigelaufen bin, war, oh mein Gott, ich träume, weil diese Pain au Chocolat und Croissant sind wirklich so groß. Man denkt einfach, die können doch gar nicht real sein. Sind sie aber und deswegen habe ich gleich mal einen Teil gekauft. Ich bin jetzt wieder zu Hause und habe das Pain au Chocolat hierher getragen. Das wiegt einfach 1,2 Kilo. Und ich habe gerade schon mal reingebissen auf der Straße, habe mich dann aber dazu entschieden, das jetzt einmal durchzuschneiden hier, damit man zumindest mal sieht, wie das von innen so aussieht. Und dann esse ich es wahrscheinlich einfach in Scheiben, verschenke die Hälfte dann an eine Freundin von mir, die ich hoffentlich morgen sehe, weil 1,2 Kilo alleine zu essen, sodass es noch frisch ist und gut schmeckt, ist wahrscheinlich relativ schwierig. Aber ich zeige euch das jetzt nochmal. Gönnt euch. Es ist so groß. Es ist einfach größer als mein Kopf, ne? Es ist einfach so groß wie so ein kleines Kissen. So. Good night. Kostenpunkt 37 Euro. Ich glaube, es hat nicht, so wie man es kennt, diese beiden klassischen Stangen-Schokolade, weil hier sieht es so aus, als hätte es so kleinere so Pipito-Schokolade drin. Ich hatte mich jetzt schon gefreut auf so eine riesen fette Schokoladenstange. Aber ich schneide es jetzt gleich mal durch und wir gucken. Sieht wirklich absolut wundervoll aus. So sah dann der Anschnitt von dem Pain au Chocolat aus. Und es hatte so viele Teigschichten und sah einfach extrem gut aus. Bröselhölle in meinem Zimmer. Ich habe mich dann dazu entschieden, es wie so ein Brotlaib anzuschneiden und in Scheiben zu essen. Und die eine Hälfte habe ich meiner Freundin geschenkt. Geschmacklich war es einfach ein perfektes Pain au Chocolat. Aber trotzdem für mich ein einmaliges Ding, weil es einfach sehr teuer war. Am selben Tag bin ich dann abends noch zu McDonald's gegangen, weil ich es immer super spannend finde, was es für länderspezifische Items bei McDonald's gibt. Und hier gab es dann einen ziemlich leckeren Fischburger und einen ziemlich geilen Ziegenkäse-Wrap. McDonald's war eigentlich ganz nice. Also die haben hier so einen Fischburger mit
Käse drauf, den fand ich ganz gut, und einen Ziegenkäse-Wrap, den fand ich auch ziemlich gut. Außerdem gibt es so Kartoffel-Wedges statt nur Pommes, und eigentlich hatte McDonald's in Frankreich auch so Verpackungen eingeführt, die wiederverwendbar sind. Ich blende euch das hier nochmal ein. Die gab es jetzt da irgendwie nicht bei dem McDonald's, also ich weiß nicht genau, ob sie das wieder abgeschafft haben oder keine Ahnung, aber auf jeden Fall hatte niemand diese Verpackungen. Auf die hatte ich mich nämlich schon extra gefreut, die wollte ich unbedingt ausprobieren, aber gab es da zumindest nicht. Und der nächste Stopp ist jetzt der absolute Paris-Klassiker. Ich habe nämlich kleine Mini-Törtchen bei Cédric Grolet bestellt. Frag nicht, wie viel sie gekostet haben, sie haben ein halbes Vermögen gekostet. Und ich will die aber schon ewig probieren. Die Croissants und Pain au Chocolat habe ich schon mal probiert. Und die waren wirklich absolut fantastisch. Und deswegen habe ich mir jetzt so drei von diesen Törtchen bestellt, die so aussehen, als wären sie Früchte, aber sie sind keine. Und da bin ich jetzt gerade auf dem Weg hin. Ah ja, da ist schon die Schlange. Ich denke mal, da wird es sein. Ich habe meine Sachen übrigens vorbestellt, ne? Und das ist auch der Tipp, wenn ihr hier irgendwas kaufen wollt, vor allen Dingen am Wochenende, also heute ist Sonntag, dann bestellt unbedingt vor, ansonsten kriegt ihr nichts. Das ist die Schlange ohne Reservierung. Aber wir haben eine Reservierung. Genau in dem Moment, als ich ankam, wurden dann schon manche Törtchen aus dem Schaufenster weggeräumt, weil sie ausverkauft waren. Also hier an der Stelle nochmal, skippt die Schlange und habt sicher ein Törtchen, bestellt einfach vor. Ich habe es geschafft und die Cédric Grolet-Tüte heil nach Hause gebracht. Ich glaube, ich habe noch nie eine Tüte so vorsichtig getragen, weil sie wirklich so fünfmal zu mir meinten, du musst vorsichtig sein, du musst die Tüte genau in der Mitte anfassen, du musst aufpassen, dass niemand dagegen kommt, und wenn du die Box rausnimmst, dann musst du die auch genau in der Mitte anfassen, weil genauso schön wie die Teile sind, genauso schnell gehen sie einfach auch kaputt. Und ich war die ganze Zeit so, oh mein Gott, hoffentlich rammt mich niemand. Aber ich habe es geschafft, sie ohne größeren Zwischenfall hier jetzt wieder ins Airbnb zu transportieren, und ich probiere jetzt gleich diese drei Teile. Ihr habt ja schon gesehen, dass ich drei bestellt habe. Das eine ist eine Feige, das andere ist eine Kokosnuss und eine Birne. Vor Ort gab es jetzt auch noch eine Blaubeere und irgendwie so drei kleine Mandarinen oder so. Ich war jetzt, glaube ich, wann war ich da? So 16 Uhr, glaube ich. Und die waren schon fast ausverkauft. Ein Teil von denen kostet zwischen 18 und 20 Euro. Also schon einfach extrem teuer. Aber Cédric Grolet ist ja jetzt so ultra famous durch seine TikTok-Videos. Und nicht nur diese Croissants sind extrem beliebt geworden innerhalb der letzten 2 Jahre eigentlich, sondern auch eben diese Törtchen. Das ist die Box, in der die drei Kuchen drin sind. Alleine die Box sieht schon so krass aus, oder? Mega hochwertig, und es sieht aus wie so ein Marmorblock mit hier so Goldadern drauf. Das sieht so krass aus, also they are works of art. Das hier ist die Feige. Ich finde, vom Aussehen her könnte die noch ein bisschen feigiger aussehen. Also sie hat irgendwie so ein bisschen von der Form her, finde ich, ist es nicht zu 100% wie eine Feige, und die Marmorierung auch nicht. Aber wenn ihr es so sehen würdet, würdet ihr sagen, es ist eine Feige. Da würde ich auf jeden Fall sagen, es sieht wirklich einfach genauso aus wie dieses Innere von der Kokosnuss, wo man dann den Strohhalm reinrammt und dieses Kokoswasser raustrinkt. Aber ich finde, das, was am besten gelungen ist, ist die Birne. Diese Struktur von so einem Obst und dann diesen kleinen Stiel hier oben dran. Ich werde jetzt gleich mal da reinlöffeln. Davor hier aber nochmal eine Nahaufnahme von den Früchten, weil die so schön aussahen. Wir starten mit der Birne. Die habe ich jetzt mal rausgenommen aus ihrer Box. So. Die Birne war super knackig außen, weil die umhüllt von weißer Schoki war. Die Birne schmeckt schon mal extrem lecker. Die hat so eine Art Vanillemousse innen drin und dann so Birnenkompott. Also auf jeden Fall auch Fruchtstücke. Nicht sehr süß, ganz fein, sehr vanillig. 10 von 10. Hier seht ihr nochmal ganz gut die verschiedenen Schichten. Als nächstes probiere ich die Kokosnuss. Die ist ultra weich, wie so ein Mousse. So sieht die innen aus. Krokante Boden. Dann eine Creme zwischendrin und oben dieses Mousse. Das ist wirklich so krass lecker. Also das ist nicht von dieser Welt. Ein klein bisschen süß, ultra krass nach Kokos. Bisschen nach Zitrone. Bisschen Salz. Und es hat irgendwie so alle Texturen, die man sich vorstellen kann. Ich bin ein bisschen sprachlos. Zu guter Letzt noch die Feige. So sieht sie aus.
Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr findet, welches von den dreien jetzt am ehesten aussah wie seine wirkliche Version. Fandet ihr die Birne am realistischsten, die Kokosnuss oder die Feige? Schaut mal, das sieht einfach wirklich so aus wie eine Feige. So mit diesem Fruchtfleisch. Genial. Von allen dreien, finde ich, schmeckt die Feige am ehesten wie die Frucht selbst. Also da ist innen drin auf jeden Fall so ein Feigenmus und außenrum weiße Schokolade und weiße Schokoladenmus. Geschmacklich finde ich die Feige nicht am besten. Die ist halt sehr, sehr wenig süß und hat wenig verschiedene Komponenten. Wenn ich jetzt alle drei vergleichen müsste, würde ich sagen Kokosnuss 11 von 10, weil die Birne hat ja schon die 10 von 10 bekommen. Birne 10 von 10. Und die Feige ist eine 8,5 von 10. Abends habe ich dann noch einen kleinen Pflichtbesuch gemacht, denn wenn man schon mal in Paris ist, muss man natürlich auch zum Eiffelturm. Und ich habe mir angeschaut, wie der abends dann glitzert und glänzt. Hello und good morning. Es ist der nächste Tag. Ich melde mich nur ganz kurz persönlich zurück, weil wir gleich weitergehen. Ich habe gestern nicht mehr viel gemacht, außer Reste gegessen und dann geschlafen. Und ansonsten gehen wir jetzt noch ins Louis Vuitton Café. Das ist auch so ein gehypter Foodspot, den ich gerne ausprobieren möchte. Bis gleich. Ich habe dann gleich von der anderen Straßenseite aus schon die Schlange gesehen und erstmal gedacht, oh Gott, hoffentlich kriege ich noch einen Platz. Bin an allen vorbeigeschlichen und gehe jetzt direkt ins Café. Und ich habe zum Glück auch noch einen Platz bekommen, denn die meisten Leute, die draußen anstanden, wollten nur in das Museum. Es gibt nämlich im Erdgeschoss hier ein Museum und das ist quasi das Museumscafé davon. Ihr seht hier dann in dieser Auslage diese riesige Auswahl von Louis Vuitton branded Kuchen und ich habe mir ein paar davon ausgesucht. Ich habe vielleicht ein bisschen übertrieben mit der Bestellung und jetzt habe ich drei Pastries bestellt und der, bei dem ich bestellt habe, meinte auch so, ja, es ist vielleicht ein bisschen viel, also das eine ist ein bisschen heavy, die anderen beiden gar kein Problem. Und dann war ich so, wenn du mir sagst, dass es zu viel ist, dann bestelle ich es erst recht. Pass auf, dass ich nicht noch eins bestelle. Auf jeden Fall habe ich jetzt einen Latte Macchiato bestellt. Der hat oben drauf so ein Emblem, auch von Louis Vuitton. Dann klassische Schokoladen-Mousse-Torte, eine Eclair und ein Käsetörtchen. Ich starte jetzt mal zuerst mit dem Latte Macchiato, weil der Schaum sinkt schon langsam in sich zusammen. Hier sieht man jetzt nochmal ganz gut das Branding von dem Kaffee. Der schmeckt auf jeden Fall klassisch und normal. Die Bohne finde ich persönlich sehr lecker. Die Milch ist auch ganz zart, aber es ist halt einfach ein Latte Macchiato. Also ich habe jetzt auch nichts großartig Krasses erwartet. Irgendein nachhaltiger Strohhalm auf jeden Fall. Jetzt werde ich das Eclair probieren. Das Eclair kostet 16 Euro. Ist ein Schokoladen-Eclair und es hat nochmal so eine Schokoladenhülle oben drüber, auf der Louis Vuitton steht. Sah mit diesem goldenen Schriftzug natürlich schon echt nobel aus. Und deswegen war ich gespannt, ob das auch geschmacklich was kann. Sehr, sehr lecker. Es hat hier außen so eine richtig kleine Kekse-Geschicht dran, falls ihr das sehen könnt. Und innen drinnen ist es gefüllt. Ich glaube, es ist irgendwie so eine Art Gianduja-Creme, also so Haselnuss, wie so eine Nougat-Creme. Ich habe noch nie so ein gutes Eclair gegessen. Perfekt gemacht ist, weil es nicht nur der Brandteig ist, wenn ihr das seht und genau hinschaut. Brandteig wird ja normalerweise aufs Blech gespritzt und das ist dann das Eclair. Aber das hier hat außenrum um den Brandteig noch so eine Art Keksteig. Und das macht es wie so einen kleinen Cookie, wenn man da reinbeißt. Als zweites Teil probiere ich jetzt den Käsekuchen. By the way, ist euch aufgefallen, dass alles in diesem Café hier gebrandet ist? Also selbst die Serviette hat hier so ein Louis Vuitton-Sternchen drauf. Und der Untersetzer fürs Glas, obviously auch. Genauso wie alle Teller. Ah, selbst der Teller-Untersetzer ist einfach gebrandet mit Louis Vuitton. Das Branding vom Käsekuchen war dann hier an dem Teigrand und ich war mir echt sicher, dass ich den lieben würde, weil ich liebe Käsekuchen. Ich glaube, ich habe noch nie so einen Käsekuchen gegessen, in dem die Füllung so leicht war, wie so eine kleine Wolke, eigentlich wie so ein Mousse aus Quark und Sahne und Vanille. Und es hat so ein bisschen so einen weihnachtlichen Touch, weil, glaube ich, so ein bisschen Zimt in dem Mürbeteigrand ist. Und es schmeckt extrem lecker. Es kostet 18 Euro jetzt. Ich glaube, von meinem ersten Eindruck her würde ich dafür für nicht nochmal 18 Euro bezahlen. Aber der größte Star des Tages kommt ja auch noch.
Das ist dieses ultimative Louis Vuitton-Törtchen. Es ist natürlich sackteuer. Alles hier ist sackteuer. Darüber brauchen wir nicht reden. Es ist ein absolutes privilegierten Café. Und wenn man so viel Geld für Desserts ausgibt, ist man auch ein bisschen irre. Hallo? Das war schon immer aber meine Achillesferse, dass ich zu viel Geld für Essen ausgebe. Unser finales Teil, was wir jetzt noch probieren, ist das Louis Vuitton-Törtchen mit dem Emblem, das Schokoladentörtchen. Und es hat verschiedene Schokoladenmousse drin und, glaube ich, auch einen Schokoladenboden. Hier seht ihr nochmal diese ganzen Schokoladenschichten, so krass. Das Törtchen ist die absolute Schokoladenexplosion. Es hat irgendwie so einen knusprigen Schokoladenboden aus Mürbeteig. Und dann hat es so mehrere Schichten, die fast so pure Schokolade sind. Es schmeckt sehr, sehr lecker, sehr schokoladig. Das könnte man sich definitiv auch teilen. Also das kostet auch 18 Euro. Zu zweit sind es dann 9 pro Person, wenn man hier gerne mal hingehen möchte und sowas essen möchte. Ich glaube, wäre das eine ganz gute Wahl, weil man auf jeden Fall auch dann zu zweit davon so satt wird. Ich bin wieder zurück in meiner kleinen Wohnung und an der Stelle werde ich das Video jetzt beenden. Kleiner Disclaimer noch zu diesem Video. Ich bin nicht super happy mit dem Video, weil ich finde, ich bin normalerweise immer sehr bemüht darum, dass wir uns nicht nur so teure Optionen anschauen wie jetzt in diesem Video, sondern immer auch eine Option, wo man günstiger essen kann. Diesmal war es jetzt eben so, dass wir sehr teure Dinge getestet haben, beziehungsweise ich. Und das war auch irgendwie absehbar, weil ich wusste, ich will zu so gehypten und teuren Patisserien in Paris gehen. Und ich war einfach so satt, dass ich es auch nicht geschafft habe, irgendwie noch mehr Dinge zu testen und anzugucken. Aber in Zukunft, nur dass ihr wisst, bin ich auf jeden Fall darauf bedacht, dass wir da eine gewisse Balance halten. Und die Balance in diesem Video ist meine Unterkunft. Also das war ja so das Günstigste und meine Anreise, mit dem ich das andere so ein bisschen finanziert habe. Ansonsten beende ich jetzt das Video. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben und lasst ein Abo da, falls ihr noch keins da gelassen habt. Denn im nächsten Video beschäftigen wir uns voraussichtlich mit japanischem und koreanischem Essen. Freut euch da schon mal drauf. Und wenn ihr jetzt gleich noch ein Video gucken wollt und ihr noch nicht die Japan-Videoreihe gesehen habt, dann schaut am besten hier drüben, verlinke ich euch das erste Video der Japan-Reihe. Das sind 4 Teile, also damit seid ihr erstmal beschäftigt. Wir sehen uns dann nächsten Sonntag 18 Uhr. Bis dahin, passt auf euch auf. Bis dann. Tschüss! PS, wenn ihr wissen wollt, wie die Wohnung aussah, in der ich gewohnt habe und wenn ihr sehen wollt, wie ich nach Paris gefahren bin, das hat nämlich insgesamt von Berlin nur ca. 20 Euro gekostet, dann checkt in der kommenden Woche meine Shorts aus, da zeige ich euch, wie ihr das auch machen könnt.